95% der Online-Marketing-Anfänger scheitern innerhalb des ersten Jahres. Willst du dazugehören? Ich glaube nicht. Von daher, schau dir dieses Video an. Die vier Punkte werden überlebenswichtig sein. Der Start im Online-Marketing ist für jeden mega Hammer. Ist immer sehr anstrengend und hat mit vielen Fallen zu tun. Und ich habe dir heute vier Punkte mitgebracht, die du für dich auf jeden Fall etablieren solltest. Ganz eklige Sache und gleich der erste Punkt, Angst davor zu scheitern. Ich weiß genau, wie es am Anfang bei mir war. Ich habe angefangen einfach mit dem Wunsch, irgendwie Geld zu verdienen, erstmal online, um mein Warum, das Leben mit meiner Freundin in Chile, irgendwie finanzieren zu können. Und diese Angst ist mega blockierend. Die kann einen nicht nur Krankheiten auslösen, sondern auch noch unbewegbar machen, dass du dann gar nicht mehr vorankommst in irgendeine Richtung, weil du dich halt bloß auf diese Angst fokussierst und gar nicht mehr weißt, was du jetzt machen sollst. Und der wichtigste Punkt hierbei ist, komm aus dieser Angstzone raus und konzentriere dich auf dein Ziel. Das heißt, setz dir ein Ziel und konzentriere dich auch darauf, dieses Ziel auch zu verfolgen und diese Angst einfach beiseite zu lassen. Ist nicht immer so leicht, braucht Training, aber das ist einer der wichtigsten Punkte, die du für dich etablieren solltest. Der zweite, noch wichtigere Punkt, der einfach bei mir so viel bewegt hat, ist das Thema nicht zu viel konzeptionieren, nicht zu viel planen, sondern erstmal das umsetzen, was du hast. Bewege das im Online-Marketing, was du schon kannst, hast und irgendwie umsetzen kannst. Meine Angst, oder andersrum gesagt, als ich dieses Ziel habe, okay, ich habe noch genug Geld für 5 Monate überleben, danach wird es schwierig, hatte ich gleichzeitig auch das Ziel, okay, in 5, 6 Monaten muss das Ding stehen, ich muss das für mich umsetzen. Und da hatte ich gar nicht die Wahl, irgendwie erstmal 2 Monate einen schönen Plan mit rosa Schleifchen und Elefanten dran zu machen. Nein, das Ding musste stehen, eine Struktur musste her, ich musste wissen, was ich zu machen habe, aber dann einfach umsetzen. Und das habe ich bis heute auch für mich mitgenommen, dass ich die Sachen, die ich habe, einfach erstmal umsetze. Später kannst du dann immer noch umplanen, neu konstruieren, noch Schickimicki machen, aber erstmal umsetzen. Also zweiter Punkt, nicht zu lange konzeptionieren, nicht ewig planen, sondern tun. Punkt Nummer 3, an dem viele Online-Marketer scheitern, Anfänger scheitern und ich das auch bei meinen Kunden und Partnern sehr, sehr oft sehe, ist das Thema Durststrecke. Wenn du mit etwas anfängst, du hast eine große Hoffnung, irgendwie mit deinem Thema Geld zu verdienen, finanzielle Freiheit, dein Warum zu bekommen, was auch immer. Du beginnst, eine Sache umzusetzen. Du hast es wirklich geschafft, einen kleinen Plan zu erstellen, den umzusetzen und dann funktioniert es auf einmal nicht. Was machst du dann? Dann gehst du einfach weg und sagst, hat nicht geklappt. Das heißt dann aufgeben. Und wer aufgibt, wer endgültig aufgibt, der hat verloren. Das heißt, diese Durststrecke gilt es irgendwie zu überleben. Du musst dir also für dich ein Mindset, bestimmte Glaubenssätze einträgern, einpflanzen, damit du auf keinen Fall aufgibst und einfach schon mal die Durststrecken mit einplanen. Überleg dir einfach, du setzt jetzt eine Nischenwebseite um. Du sagst, okay, du baust jetzt eine Nischenwebseite, die soll dann Geld verdienen. Und merkst dann nach 2 Monaten, scheiße, die hat noch kein Geld verdient. Ich gebe auf, ich gehe nach Hause, hab keinen Bock mehr. Nein, das machst du nicht. Du überlegst dir oder am besten schon vorher, okay, wenn die in 2 Monaten nicht läuft, was mache ich dann? Was kann ich dann alles machen? Du kannst dann analysieren, warum es nicht funktioniert. Im Online-Marketing kann man alles analysieren. Das ist das Geile. Das nicht so ganz Geile ist, dass nicht immer gleich alles sofort klappt im Online-Marketing. Von daher, konzentrier dich darauf, wie du diese Durststrecken, diese Problematiken überwinden kannst. Das heißt, analysiere dann, warum etwas nicht funktioniert und setze die entsprechende Konsequenz um. Und der vierte Punkt, um nicht zu den 95% der Online-Marketing-Anfänger zu gehören, die im ersten Jahr scheitern, ist klipp und klar das Umfeld.
Du hast das schon öfter mal mitbekommen. Ich habe das auch in meiner Laufbahn mit verschiedenen Partnern bemerkt, dass wenn das Umfeld einfach scheiße ist, sie an dir zehren, an deiner Energie zehren und dir einfach sagen, das bringt nichts, hör doch mal auf, hier so einen Mist zu machen, konzentriere dich auf irgendwas Sicheres, dann wirst du scheitern. Das heißt, du musst dir dein Umfeld so schaffen, damit du nicht scheiterst. Überleg dir einfach, wenn du dein Umfeld so behältst und dann scheiterst, was das für eine Konsequenz hat. Und auf der anderen Seite, was hat das für eine Konsequenz, wenn du jetzt einfach mal 2, 3 Menschen abschießt, überkrass gesagt, aber dafür dein ganzes Leben umstrukturierst und dann einfach finanziell frei bist und glücklich bist bis ans Ende deiner Tage. Was ist dir jetzt wichtiger? Ich weiß noch genau, wie es am Anfang bei mir war. Gerade als viele meiner Freunde und auch innerhalb von meiner Familie gesagt wurde, willst du nicht einfach ganz normal in Deutschland Geld verdienen, als diese Shigimigi-Tour in deinem Chile zu machen? Damals wusste ich es noch nicht, sondern habe es einfach aus Trotz gemacht. Heute weiß ich, dass mein Trotz mein Leben gerettet hat. Dass ich einfach gesagt habe, ich ziehe mich zurück in meinen Keller, also der Keller war dann in Chile, nicht in Deutschland, und ziehe mein Ding einfach durch. Und du merkst, ich bin da einen sehr krassen Weg durchlaufen, um da zu stehen, wo ich heute bin. Und wenn du sagst, hey, da hast du auch Bock drauf, genau diesen Weg zu gehen, also nicht den gleichen Weg, sondern das gleiche Ziel zu erreichen und das mit mir zusammen zu machen, dann gebe ich dir heute die Möglichkeit, dich einfach mal für mein 10K-Breaker-Coaching anzumelden. Wir telefonieren einfach miteinander, ich rufe dich an und wir checken einfach mal, was für dich möglich ist, welche Stellschrauben bei dir anzupassen sind und dann gucken wir, wie du aus dem Status, wo du jetzt bist, dahin kommen willst, wo du hin willst. Wenn du darauf Bock hast, unter dem Video findest du den Link in der Beschreibung und hier oben links auch nochmal oder rechts. Klick da drauf, trag dich in mein 10K-Breaker-Coaching-Telefonat ein oder Bewerbungsgespräch und dann freue ich mich, mich mit dir telefonisch kurz schließen zu können. Bis dann, dein Win-Win-Marc Talas-Pilawski. Ciao.